Stichtag 3. Ah. Deswegen, ich habe mir schon gedacht, das muss doch jetzt eigentlich dunkelgrün kommen. Nochmal. Ja! Servus, da ist euer Peter. Ich bereite gerade noch die letzten Züge für das Seminar am Montag vor und habe das jetzt die ganze Woche immer mehr und mehr verbessert und ausgebessert. Es ist wirklich wahnsinnig, wie viel Arbeit und Zeit ich da reinstecke, aber es wird immer besser und besser. Wir haben sozusagen eine Legende erschaffen, die unseren Export handelt, sage ich jetzt einfach mal. Also wir wissen, ob ein Objekt exportiert wird, ja oder nein. Ob das ein externer bearbeitet oder nein, sagen wir es mal so. Das kann jetzt die Schaltplanung sein, Bewährungsplanung, TGA, egal was. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Dann ein Exportdatum könnten wir rausgeben, einen Stichtag, wann wir es wieder dazu haben wollen und ein Rücksendedatum, falls es eines gibt und dann noch eine schöne Ampel dazu. Und dann habe ich noch gesagt, Stückzahlen möchte ich auch noch aufbringen. Das heißt, wenn nämlich eine STB-Stütze, die darf mehrmals vorhanden sein. Ansonsten müsste jede ID einmal vorhanden sein. Das Tolle ist, das STB-ST wird automatisch erscheinen aus diesem intelligenten Attribut, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe, zweimal. Das heißt, diese Formel kommt alles bis hier, kommt automatisch raus, aus jedem Bauteil. STB war. Und dann kommt noch eine Ziegelwand raus. Ne? Und die 1, 2, 3, die steuern wir auch alles über Attribute ändern. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was hier erwartet wird. Zusätzlich möchte ich noch sagen, ich bearbeite gerade die Homepage von mir. Jeder, der in dem BIM Starter Paket dabei ist, bekommt Zugang auf alle Videos, die zur Bearbeitung dienen von Legenden, Beschriftungen und so weiter. Alle Videos werden freigeschalten forever. Forever, really forever. Und ihr habt dann eigentlich einen ewigen Zugang zu Legenden, Beschriftungsbilder und müsst nichts vergessen. Ne? Und das habe ich alles wirklich mühselig gefilmt und aufbearbeitet. Also, falls sich jemand jemals für das Seminar entscheiden möchte, hier, ihr seht, wie viel Arbeit ich hier reinstecke. Und es ist wirklich so viel Wissen, was ich hier vermittle. Es ändert sich auch ständig. Und das ist das Coole, falls ich hier jemals etwas verändern werde, kann ich jederzeit das Video einfach austauschen gegen ein neues und sagen, jetzt ist das der Stand. Und hier oben könnt ihr jederzeit auch das Begleitheft herunterladen, das euch dann da hier durchführt. Und ich klicke mal drauf. Achso, ich bin noch in der Bearbeitung. Dann schauen wir hier, Begleitheft. Dann kann man hier schauen, hey, was wird denn hier alles bearbeitet. Also ich zeige jetzt da gar nicht zu viel, weil das ist ja natürlich ein bisschen ein Geheimnis. Und das soll natürlich nur für die sein, die auch das Seminar besuchen. Aber jetzt schauen wir uns mal das tolle Ergebnis an, wenn wir hier etwas ändern. Ich sage jetzt zum Beispiel, hallo, Attribute bearbeiten. Ich möchte noch ein Rücksendedatum haben. Das, also, Exportdatum war am 8.3. Der Stichtag sollte am 30.3. geschehen. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Doch, gibt schon, 3. schon. Aber das Rücksendedatum war erst am 1.4.2024. Der Bazi hat sozusagen um einen Tag überzogen. Dieses Attribut hänge ich jetzt einfach mal hier an diese zwei Außenwände an. Und jetzt schauen wir mal. Hier rot. Heieieiei, hier hat jemand überzogen. Es ist nicht schlimm. Es ist eine Farbe vorhanden. Also dunkelgrün oder rot ist eigentlich das endgültige Datum. Bloß wenn man jetzt in jedem Geschoss, in jedem Gebäude mehr dunkelrot als grün hat, dann sollte man sich zwei Fragen stellen. Ist unser Zeitplan zu krass oder ist unser externer Bearbeiter zu langsam? Das könnte beides der Fall sein. Und das könnt ihr anhand der Farben dann herausfinden. Sagen wir mal, aber das Rücksendedatum war vor dem 30. Hänge ich jetzt mal hier an und hier an. Und jetzt, wo ist es? Hier, Stichtag 3. Ah. Deswegen, ich habe mir schon gedacht, das muss doch jetzt eigentlich dunkelgrün kommen. Nochmal. Ja, es funktioniert. Also, wir haben hier ein Ampelsystem, das uns sofort ausgibt. Aber was natürlich die Einzelheiten sind, das wird im Seminar besprochen.
Das war es von mir auch. Wer natürlich Bock auf dieses Seminar hat, da in der Beschreibung ist natürlich der Anmeldelink. Da gibt es ja noch zwei Datums. Wer am Montag noch keine Zeit hat, das ist auch zu kurzfristig, sage ich jetzt mal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao. Servus, euer Peter.